Hallo liebe Freunde, ich hoffe, es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Ich habe heute eine Nachricht, die ist ein bisschen schlecht, die ist keine gute Nachricht, die ist voll sauer wie eine Zitrone. Aber die Zitrone ist gesund. Entschuldigung. Das waren nur die Kerne. Die Zitrone ist voll gesund, Leute, aber diese Nachricht ist sauer und nicht gesund wie eine Zitrone. Und zwar, Entschuldigung, die Opposition und die Regierung, sie wollen bald die Rente erhöhen von 67 auf 69 Jahre alt. Das heißt, und zwar, dieser Artikel habe ich im Spiegel online gelesen. Die Inquite heißt die Inquite-Kommission des Bundestages. Diese Kommission ist so für Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, will nach Informationen des Spiegel Online die gesetzliche Rentenalter auf 69 Jahre erhöhen bis zum Jahr 2060. Warum? Weil die sagen, das Finanzierungsproblem der Sozialversicherungen sei noch ungelöst. Das heißt es im Entwurf des Abschlussberichtes der zuständigen Projektgruppe. Also, herzlichen Glückwunsch, ich habe für euch eine super schöne Nachricht. Für die Leute, die immer dagegen waren, dass die Rente bis 67, jetzt sage ich euch, freut euch, die Rente ist bis 69. Also freut euch, das ist wirklich krass, das ist gefährlich. Das heißt, man muss funktionieren, man muss arbeiten und arbeiten bis 69 Jahre alt, ob wir das sowieso den Alter erreichen oder nicht erreichen, das ist sowieso scheißegal. Wer die volle Rente kriegen will, er muss bis 69 Jahre alt arbeiten. Und sagt mir, wer sowieso jetzt wirklich schafft bis 67. Man muss arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten. Mir fehlen die Worte, liebe Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich sag euch, was ein Politiker gesagt hat von der regierenden Parteien. Ich sage nicht seinen Namen. Er hat schon mal gesagt, wir müssen über die Rente mit 69 nachdenken. Also, liebe Freunde, ich kann euch nur sagen, dass ab 2014 das Thema mit Rentenerhöhung auf 9, von 67 auf 69 wird ein Thema des Tages und irgendwann mal wird das wirksam. Und vielleicht nach 5 Jahren oder nach 6 Jahren wird weiterhin die Rente nochmal erhöht auf 75 und irgendwann mal gibt es gar keine Rente. Sagt mir eure Meinung über das Thema, über die Erhöhung der Rente von 67 auf 69 und ob ihr alle Bock und Lust habt, bis dem Alter halt arbeiten zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, für die Politiker ist das kein Problem. Warum ist das kein Problem? Weil ein Politiker und besonders, wenn sie schaffen, 2 Mandaten hintereinander, das heißt zweimal in Bundestag oder Bundesrat oder irgend sowas, Bundestag oder ein Landesparlament, sie kriegen dann lebenslang eine Pension. Und wer eine Pension von 5.000 oder 4.000 oder 6.000 Euro pro Monat kriegt, dann interessiert ihn nicht, ob die Rente mit 67 oder 68 oder 80. Also, liebe Freunde, sagt mir eure Meinung. Ich is weiterhin ein bisschen. Ja, was ist das? Das ist eine saure Zitrone. Ich dachte, dass diese Nachricht ist sauer wie eine Zitrone, aber eine Zitrone ist immerhin gesund, Vitamin C. Aber diese Nachricht bringt Menschen um einen Herzinfarkt. Also ist nicht gesund. Sagt mir eure Meinung über das Thema. Ich freue mich, liebe Freunde. Ich sag euch erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.